So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Origins. Ja, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück, natürlich. Deswegen gehen auch die Folgen wieder etwas länger. Ich muss jetzt gerade mal was gucken. Ich will eigentlich gerne heute den Einfilaki-Tai killen. Der Fremde. Nee, das ist noch nicht der Richtige. Ich will eigentlich den der Trypak killen. Nämlich den hier, der eiserne Widder. Der soll heute fallen. Ich muss jetzt gerade nur gucken, wo ich mich hinporten muss. Da will ich mich hinporten. Im Idealfall. Soll heute der nächste fallen. Das wäre dann Nummer 3. Moinsen und auf geht's. Mal gucken, ob der noch was Verbrauchbares hat. So, jetzt muss ich gerade nur gucken. Ja, eigentlich wollten wir die Echse killen, aber das ist in der letzten Folge ein bisschen schief gegangen. Mehr oder weniger, da haben wir eine andere Quest gemacht und haben uns da zumindest ein paar Erfahrungspunkte für geholt. Aber heute, wie gesagt, soll der nächste fallen. Wir sind jetzt zwei Level drüber. Zwei Level drüber, ja. Und das war jetzt ja auch der Gedanke dahinter, den dann am Ende zu eliminieren. Im Idealfall halt, wie gesagt, immer ein bisschen was drüber sein. Frage, komme ich da ohne weiteres mit dem Reittier rüber? Ja, super. Kannst du da? Komm her. Da bist du. Wir werden versuchen, die gleiche Taktik anzuwenden wie beim letzten. Wo ist denn der? Da. Ja, ich weiß das. Moin, mein Freund. Boah, wie schnell bist du? Wenn ich da... Alter! Wenn ich deine Kollegen damit dabei wäre, hätte ich dich wahrscheinlich hier locker gekriegt. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Kollegen hier schnitzeln. Ist die beide jetzt weg? Ja, ne? Scheinbar. So, wo muss ich jetzt dahin? Wo ist er denn jetzt überhaupt hin? Wahrscheinlich ist er jetzt gerade. Da unten ist er. Die Frage ist, wie weit hat er sich erholt jetzt? Er hat nämlich schon ordentlich gefressen, hat nämlich wahrscheinlich ordentlich gefressen. Und wäre seine Kollegen nicht dabei gewesen, hätte ich ihn wahrscheinlich gehabt. Kekasoros. Kekasoros. Ja, du interessierst mich gerade herzlich wenig. Das wird wahrscheinlich, je nachdem wie schnell wir den jetzt kriegen, wird das eh eine kurze Folge werden. Und dann werden wir uns hoffentlich um die Echse kümmern. Ich will ja, wie gesagt, den eigentlich gerne noch ohne Probleme haben. Aber wie gesagt, wäre sein Kollege da oder wäre seine Kollegin dabei nicht gewesen? Ich denke, dann hätte er heute jetzt in der ersten Runde schon das Zeitliche gesegnet.
Aber wie gesagt, eigentlich ist es machbar. Der ist nicht so schwer. Also wie gesagt, wir sind ein bisschen was vom... Wir sind ja vom Level her drüber. Wir sind ja 2 Level plus. Das ist halt der Vorteil. Aber einen muss man ihm lassen. Er ist schnell. Er ist wahnsinnig schnell mit seinem Küchenmesser. Perusie. Ja, ich weiß das. Da ist er. Mein neuer Freund. Ich hab dich schon wieder. Wow. Nein. Dein Tod ist beschlossen. Arbeiter zu sein, schafft nie mehr Zeit. Nein! Boah, Alter. Alter, verpisst euch jetzt von mir. Lass mich doch in Ruhe. Ja, geh mir nicht auf den Sinkel jetzt mit deinem Scheiß. Ich krieg dich immer wieder runter auf diese scheiß Leben. Das ist, der hat nichts eigentlich, der hat nichts mehr. Da bin ich genau in seine Bahn gelaufen. Und wieder hast du denn. Oh, wieder haben sich da irgendwelche Vollidioten eingemischt, ey. Na. Oh, geh mir nicht auf den Senkel. Ja. Komm her jetzt hier. Warte mal, ich muss ihn gerade suchen. Da ist er. Wie gesagt, der wäre auch in der zweiten Runde draußen gewesen. Wie gesagt, da haben sich wieder irgendwelche Leute eingemischt, die mir dann irgendwann sagen... Wo ist er denn? Da. Wie gesagt, hätte ich ihn... Ohne seine Freunde wäre er machtlos gewesen. Jetzt ist er mal zu Fuß unterwegs, das ist der Vorteil. Hey. Hä? Dimitri, packt ihn! Du wirst nie wissen, was dich traf. Ohne... Für dich. Tod ist beschlossen. Scheiße. So, noch 2. Scheiße. Nein! Mann! Das ist nicht wahr! Ich laufe dem immer wieder in den Dings rein. Ich laufe immer wieder in den Dunst rein. Das ist das Problem an der Nummer. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Ach, okay. Das ist das Problem an der Sache. Ich laufe immer wieder rein in die Nummer. Der ist eigentlich gar nicht so schwer, aber wie gesagt, ich stelle mich einfach gerade ein bisschen dämlich an mit dem Typen.
Wo ist er denn? Hab ich denn jetzt noch wenig? Scheiße. Ja, Mann. Wo soll denn da? Wenn ich mich nicht immer wieder so blöde anstellen würde. Komm jetzt hier. Er reitet wieder. Och, gehen mir nicht alle auf Eier. Aus dem Weg! Da! Der Menschheit! Scheiße. Wir sind erschaffen, die Menschheit. Ich muss weiter. Überraschung für dich. Mann! Mann! Lass sie doch. Nein! Oh. Nein! Ah, Mann. Jetzt habe ich ihn! Jetzt habe ich ihn! Endlich! Mann, ey! Dritter Versuch! Ich habe ihn gekillt. Ach, Gott sei Dank. So, den Tod bestätigen und seine Ausrüstung einsammeln. Der viel Lucky ist besiegt, der eiserne Widder! Probieren wir es aus. So, dann erlegen wir den mal kurz. Habe ich deine Ausrüstung jetzt, oder was? Die Ultima-Klinge. Die habe ich doch gerade erst, ne? Ist das der? Goldener Wolf? Länge der einfache Schwert? Ja, Stufe 23. Ja, das müsste das gewesen sein. Das ist das hier. Die Messer. Boah, alter Verwalter, ey. Aber wir nehmen jetzt mal seinen Bogen. Cool. Ich würde sagen, wir hüpfen mal kurz rüber zum Schmied, wa? Weil ich will mal meine Ausrüstung ein bisschen aufrüsten. Wird Dinge verkaufen. So. Ja, wir haben es geschafft. Ja.
So, verkaufen vor allen Dingen erstmal. Ich nehme es. Ist gut. So, Dinge verkaufen brauchen wir ja. Ich nehme es. So, gut. Aufrüsten. 3000. Boah. Aber wir müssen es. Wir werden es tun. Und zwar rüsten wir gerade die Ultima-Klinge auf, die wir gerade haben. Und. Ja, das können wir auch aufrüsten. Den langen Bogen. So, dann haben wir das auch. So, Pfeile auffüllen. Vielen lieben Dank. Günstige Winde und sichere Spaß. Oh, Glück gehabt. So, dann haben wir das. Haben wir Nummer 3 jetzt erledigt. So. Geil. Geil, geil, geil. Nice one. So, ich gucke gerade, weil wir eine weitere Quest machen wollen. Ich habe leider immer noch meine Fähigkeit, aber die brauche ich ja noch momentan. Wir sind momentan erst Level 27, aber es hat jetzt gerade, damit hat es jetzt gerade ein bisschen gereicht. Und die. Ich kriege bald das Reit hier. Wenn die Nacht hereinbricht, das ist eine Nebenquest. Aber eigentlich wollte ich ja mal irgendwann dieses Thema hier angehen. Und es ist schon krass, dass wir teilweise für manche Nebenquests mehr EP bekommen als für diese Hauptquest hier. Aber die steht schon halt ewig aus. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Level, dass es eine 21er Quest ist. Die, wie gesagt, noch ein bisschen so, warte mal, ich guck mal gerade, weil wir müssen ja noch mal. Oh, da steht schon der nächste rum. Der Fremde. Na, Happy Birthday. Es wäre auch schön, wenn er mir fremd bleiben würde, weil der steht halt schon eine ganze Weile dort. Und Level 28, das ist doch nicht für unsere Kragenweite. Und ich hätte gern, wie gesagt, das. Ah, scheiße, wir müssen dahin, ne? Ich habe sonst keine andere Möglichkeit. Scheiße. Vielleicht haben wir Glück, dass wir da jetzt gerade ein bisschen. Das wird nicht mal, wird vom Level her nicht passen. Wir sind 27. Wir brauchen Minimum noch 3 Level bis 30. Aber wir haben jetzt 3 von 10 runter. So, ich war mal kurz im Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's los mit der Maske der Echse.